Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Digitalisierung schreitet in großen Schritten voran. Das ist auch notwendig. Arbeiten wir doch alle seit Monaten in Videokonferenzen, im Homeoffice oder die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer im Bereich des Homeschoolings. Und auch privat werden immer mehr Videokonferenzen durchgeführt. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, gemeinsam mit den Städten Dinslaken und Förde Mittel aus einem Bundesprogramm zu bekommen, und zwar über 10 Millionen Euro, um Breitband auszubauen. Dankenswerterweise hat der Kreis Wesel das Verfahren für uns durchgeführt. Nun geht es los, jetzt in dieser Zeit, mit dem Ausbau des Breitbandes, und zwar in den Bereichen, in denen die Geschwindigkeit unter 30 Mbits pro Sekunde ist. Das heißt, bei uns in Wesel vor allen Dingen in den Außenbereichen. Darüber hinaus wird es auch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau geben von verschiedenen Firmen. Diese brauchen allerdings auch ein entsprechendes Interesse, eine entsprechende Nachfrage, und zwar von 40%. Wenn Sie Fragen haben zum Ausbau des Breitbandes, so können Sie sich sehr gerne an die Wirtschaftsförderung der Stadt Wesel wenden. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.wesel.de. Herzlichen Dank.